Im Weltall, im Herzen unseres Sonnensystems, scheint die Bewegung sich besonders auf einen Planeten zu konzentrieren. Auf unseren Planeten Erde. Die Bewegung ist Ausdruck des Lebens mit seinem ständigen Austausch und dem unermüdlichen Fluss der Dinge, die mit immer mehr Effizienz organisiert und wie eine unendliche Atembewegung mehrheitlich auf das Wasser übertragen werden. In manchen Regionen ist diese Dynamik besonders spürbar. Im Herzen Europas ist das. Belgien. In privilegierter geografischer Lage. Eine echte Zugangstür zu einem der weltweit größten Verbrauchermärkte. Belgien liegt an der Nordsee und hat direkten Zugang zu den größten Seehäfen Europas, den Ein- und Ausgangstoren für Waren, die aus aller Welt hierher kommen und in alle Welt geliefert werden. Die Wallonie ist eine Region in Belgien. Sie wird von zwei großen Wasserstraßen durchquert, die über ein Kanal- und Flussnetz miteinander verbunden sind. Im Westen verbindet die Schelde das Pariser Becken mit dem Norden Belgiens und den Niederlanden. Im Osten führt die Maas hinunter nach Antwerpen, in die Niederlande und zu den Gebieten von Rhein und Donau. Die Wallonie wird auch von drei multimodalen europäischen Korridoren durchzogen: Nordsee-Mittelmeer, Nordsee-Baltikum und Rhein-Alpen. Die Wallonie ist ein wichtiger Akteur in der europäischen Binnenschifffahrt. Mit ihren modernen Binnenhäfen, die über vielseitige Ausstattungen verfügen. Die großen Seehäfen sind bisweilen am Rande der Überlastung. Für sie sind die Binnenhäfen unumgängliche Partner geworden, die eine Vielzahl von Waren gleich nach ihrer Ankunft im Seehafen in Empfang nehmen, lagern, verarbeiten und weiterverteilen können. Hier treffen beispielsweise Rohstoffe aus der ganzen Welt, aus Russland, Indonesien, Südafrika, über Rotterdam und Antwerpen auf dem Wasserweg in Lüttich ein. Sie werden hier verarbeitet, zerkleinert, kalibriert, sortiert, bevor sie in ganz Europa verteilt werden. Dies ist Lüttich, der drittgrößte Binnenhafen Europas. Elegant windet sich die Maas durch diese Metropole, die den Beinamen die glühende Stadt trägt. Große Transportschiffe und Schubverbände können den Lütticher Hafen beispielsweise über die Niederlande oder über Flandern erreichen. Intermodalität ist eine strategische Wahl der Region. Intermodale Lösungen kommen zum Tragen, wo immer möglich, für Unternehmen aller Art. Zahlreiche Logistiker bieten vollständige und dynamische Dienstleistungen an. Beladen, entladen, lagern, konditionieren oder umkonditionieren, verteilen aus dem Container, als Schüttgut oder auf Paletten, per Schiff, LKW oder Eisenbahn. Die Wallonie verfügt über ein sehr dichtes Straßen- und Eisenbahnnetz, das sie mit ganz Europa verbindet. Diese Intermodalität ist eines der wesentlichen Merkmale für die Effizienz eines Transports nach Mars, wie wir ihn anstreben. Ein ganzer Sektor, der sich in voller Entwicklung befindet und sich auf eine Vielzahl moderner Plattformen und Terminals stützt. Zahlreiche Unternehmen nutzen diese Komplementarität der Transportarten, die durchdachte Umschlaglösungen und damit bedeutende Einsparungen bei den CO2-Emissionen bieten. Hier sehen Sie ein elektrisches Stahlwerk, in dem Recyclingmetall aus Belgien und den Nachbarländern verarbeitet wird. Beispiele dieser Art gibt es hier in Hülle und Fülle. In ihnen konkretisieren sich die öffentlichen Weichenstellungen mit Zuschnitt auf die Erwartungen der Unternehmen, wie etwa die Bereitstellung gut ausgestatteter Flächen und Hafenzonen. Namur, die Hauptstadt der Wallonie. Die Stadt wird durchquert von Maas und Sambre. Die Maas fließt in nordöstliche Richtung und ermöglicht so den Zugang zu den Niederlanden und zu Deutschland. Die Sambre wiederum stellt die Verbindung nach Westen zum Scheldebecken und zur Region Brüssel her. Nicht mit jeder Warensendung lässt sich gleich ein ganzes Schiff füllen. Aus diesem Grund wird das Angebot von Binnencontainerschiffen immer größer, denn sie ermöglichen die Sammelladung von Waren. Diese Dienstleistung wird von Spezialisten organisiert, die ihren Auftraggebern alle Aufgaben abnehmen.
So können beispielsweise die Waren an einem internen Terminal verzollt werden, was zu beträchtlichen Zeiteinsparungen im Vergleich zur Verzollung in den Seehäfen führt. Die Verfolgung einer Schiffsladung in Echtzeit ist ebenfalls möglich. Das Know-how, die Erfahrung, der Einfallsreichtum und die spezialisierte Logistik ziehen viele Investoren an. Die Region blickt auf eine langjährige Industriegeschichte zurück. In der Wallonie befindet sich auch eine Vielzahl von Steinbrüchen. Mittels zahlreicher an die Umwelt vor Ort angepasster Hilfsmittel wird das Gestein direkt auf die Schiffe verladen. Die Nutzung der Wasserwege ist vielfältig und zieht Unternehmen sehr unterschiedlicher Größen und Branchen an. Wir richten effiziente Logistiksysteme ein, die perfekt an zahlreiche Warentypen angepasst sind und das ohne nennenswerte Einschränkungen. Selbst der Schifftransport gesammelter Haushaltsabfälle bis zur Verbrennungsanlage ist möglich. Für alle Herausforderungen finden sich praktische, konkrete, wirtschaftliche und umweltfreundliche Lösungen. Charleroi, hinsichtlich der Anzahl der Einwohner die größte und eine der jüngsten Städte der Wallonie. Sie wird von der Sambre durchquert. Von der wechselvollen industriellen Vergangenheit bis zur neuen Metropole des 21. Jahrhunderts war dieser Strom immer präsent. Heute verbindet die Sambre im Osten die Achse Maas-Rhein-Donau mit der Achse Seine-Schelde im Westen. Die schiefe Ebene von Ronquière war zu ihrer Zeit eine echte technische Errungenschaft. Und auch heute noch ist dies das längste Bauwerk seiner Art auf der Welt. Es ist Zeuge einer Region, die schon sehr früh die Bedeutung der Wasserwege für ihre wirtschaftlichen Akteure erkannt hat. Das Schiffshebewerk von Strépitieux ist eines der Prunkstücke unserer modernen Technologie. Das weltweit größte Schiffshebewerk. Mit ihm kann ein Höhenunterschied von über 73 Metern überwunden werden. Eingesetzt werden hierzu hydraulische Aufzüge, die jeweils Einheiten von 2000 Tonnen aufnehmen können. Dies ist der Übergang vom Maasbecken zum Scheldebecken. Zahlreiche Infrastruktureinrichtungen sind bereits modernisiert worden oder werden derzeit modernisiert, häufig um sie zu vergrößern. Hier in Caen an der Schelde ermöglicht die inzwischen modernisierte Schleuse die Durchfahrt von Schiffen mit über 2000 Tonnen. Diese Baustelle ist Bestandteil des großen europäischen Seine-Schelde-Projekts, bei dem unsere Region als Partner auftritt. Tournai ist die älteste Stadt Belgiens. Hier zeigt sich sehr anschaulich die Verbindung zwischen der fernen Vergangenheit der Region, deren Geschichte seit je mit ihren Wasserwegen verbunden ist, und ihrer Gegenwart. Inzwischen ist der Wasserweg anders in das Verkehrskonzept integriert, um den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden. Wir sind nun in Lannay angelangt. Ein riesiges Ensemble aus 4 Schleusen, von denen die jüngste heute die Durchfahrt von Konvois mit bis zu 9000 Tonnen ermöglicht. Dies illustriert perfekt die Qualität und das Ausmaß der neuen Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der Wasserwege. In der Wallonie befinden sich die Wasserwege mitten im Wandel, um die Anforderungen des modernen Transport- und Logistikwesens zu erfüllen. Immer mehr Akteure setzen auf den Wasserweg als wirklichen Faktor einer nachhaltigen Entwicklung und als logistische Lösung. Gute Gründe für diese Entscheidung sind in erster Linie die Aspekte Modernität, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit des Wassertransports. Die Wallonie als europäischer Binnenhafen heißt auch Sie willkommen.
Neben weiteren Flächen, die sich in Reaktivierung und Neuordnung befinden, verfügt sie über fast 500 Hektar, die sofort entlang des Wasserwegs verfügbar sind. Stellen Sie sich ein Netz vor in Form einer Aneinanderreihung von Kais, Terminals, Docks, Becken, Lagerhallen, Logistikhallen, Verteilzentren und einer Vielzahl von Akteuren mit hochprofessionellen Dienstleistungen, das sich über mehr als 450 Kilometer erstreckt. Miteinander verbundene Wasserwege in einer intakten und vielfältigen Umwelt im Herzen Europas. Willkommen in der Wallonie.